Und natürlich nähern die wenigsten dieses Feld tatsächlich mit Israel und Palästina und Waffen, sondern sie nähren das Feld mit eigenen unterdrückten Aggressionen oder mit Feindbildern, mit Ungerechtigkeit, die noch nicht erlöst ist und so weiter. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute zu einem neuen Interview. Mein Name ist Felix van Frieden. Mein Gast heute Sandra Weber. Sandra Weber inspiriert seit vielen Jahren Menschen über ihre Seminare, ihre Bücher, ihre Interviews und Podcasts darin, sich selbst zu ermächtigen. Was bedeutet, ihr wahres Wesen zu entwickeln und so zu leben, wie es im Seelenplan steht? Das macht sie mit besonderer Klarheit und Leichtigkeit und einer ganz besonderen Tiefe mit ihrer eigens entwickelten Tiki-Technik. Begeistert sie jedes Jahr tausende Menschen und ich bin froh, dass du heute hier bist, Sandra. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das finde ich auch. Danke für die Einladung. Also, wir sprechen so ein bisschen über die Methode, was du machst und wie auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, wie wir es da schaffen können, das Leben zu leben, was wirklich aus uns herauskommen darf. Und wir haben ja jetzt wieder ganz viele Schreckensnachrichten überall und du sagst auch in deiner Methode, oder was überhaupt wichtig ist, ist loslassen. Und da würde ich jetzt gerne mal auf ein Beispiel eingehen, weil es so klar ist. Jetzt, es gibt ja viele Sachen, viele Probleme. Also Probleme haben wir ja gerade genug. Und da, wie kann man das jetzt verstehen, loslassen? Weil wenn man jetzt so mal dieses Geldthema nimmt, finanzielle Freiheit oder finanziellen Wohlstand oder Mangel, dann könnte man meinen, wenn ich jetzt im Mangel bin, dann will ich mehr. Und dann jetzt zu sagen, okay, jetzt, wie kann man verstehen, dass ich mit Loslassen das bekomme? Vielleicht magst du da mal drauf eingehen. Das kann man natürlich auf andere Bereiche auch. Aber ich finde, bei diesem Bereich ist es so klar, okay, mein Konto ist leer, ich will mehr haben. So. Ja, interessant. Also erstmal, ich spreche nie von Problemen, sondern von Herausforderungen, weil dann ist man gleich anders in der Kraft, das auch anzugehen, ja. Und grundsätzlich, also das Wort Loslassen ist ein bisschen tatsächlich abgenutzt, ja, weil wir natürlich auch Vergangenes loslassen und Menschen loslassen. Und es wird in vielen Bereichen gebraucht und somit jetzt vielleicht in unserem Thema speziell verzerrt. Grundsätzlich ist die Philosophie, mit der wir wirken, mit Tilki, du hast alles in dir. Es ist alles da. Sobald du freigeschaufelt wieder bist, sobald dein wahres Selbst wieder wirklich wirken kann und keine Ego-Schichten mehr stören, kannst du auf alles zugreifen, was du bist, auf dein Potenzial, was du mitgebracht hast, auf deinen Seelenplan. Wofür bin ich überhaupt da? Weil es nützt ja nichts, wenn wir in eine Richtung laufen, wo alle hinlaufen, aber wir sind eigentlich für was ganz anderes inkarniert, ja? Dann fehlt uns die Kraft, den Weg wirklich erfolgreich zu verfolgen. Wir sind immer nur erfolgreich auf unserem Seelenweg, auch wenn der abweicht von anderen Wegen oder von der Norm. Und grundsätzlich geht es darum, wirklich das wahre Selbst, die Seelenkraft freizulegen, zu erkennen, was blockiert mich eigentlich. Und diese Ego-Schichten, die bestehen im Prinzip aus Traumen, aus Überzeugungen, auch aus anderen Inkarnationen, aus der Ahnenlinie, aus unserem Leben, aus der Kindheit, aus der Jugend. Da können wir einfach aufspüren, was blockiert mich. Und jetzt zu dieser Frage Fülle oder Mangel. Natürlich bringen wir oft auch schon so ein Füllebewusstsein mit oder eben auch ein Mangelbewusstsein. Das heißt, es ist eine Grundprogrammierung, die wir vielleicht auf Seelenebene mitbringen, also aus anderen Inkarnationen oder auch auf Ahnenebene. Also wenn da einfach zum Beispiel ein Trauma da war, im Krieg, geflüchtet, alles verloren, dann sitzt das noch tief und das kann natürlich jetzt eine Mangelprogrammierung hervorrufen. Wir können die aber lösen. Ja, das ist einfach nur eine Herausforderung. Und wir sind eben so aufgewachsen, dass wir glauben, wir sind Opfer des Lebens. Das Leben ist eben so, wie es ist, und wir haben nicht viel damit zu tun. Wir können nur irgendwie reagieren. So sind die meisten von uns aufgewachsen, also ich auch, ja. Und als mir irgendwann mal mit 18 oder so war ich da schon und bin echt schon
durch die Hölle gegangen teilweise, als mir da jemand ein Buch in die Hand gegeben hat. Das war damals die Macht deiner Gedanken oder die Macht deines Unterbewusstseins. Ich weiß nicht mehr gerade. Das Buch war auch gar nicht so wichtig, sondern eine Information. Ach, das, was ich erlebe, hat was mit mir zu tun. Wenn mir das schon mal jemand in der Schule oder wann auch immer gesagt hätte, das hätte schon ganz viel verändert, weißt du? Und das ist so genial, dass die Generation, die jetzt auch heranwächst, mit ganz, mit solchen Glaubenssätzen einfach dann auch aufwächst, mit solchem Wissen aufwächst, auch wenn, egal wie bewusst die Eltern sind, das schnappt man überall schon ein bisschen auf. Du kreierst, du hast das gemacht, du bist verantwortlich für dein Leben. Das hat man früher so nicht gesagt. Wenn du krank bist, geh zum Arzt, der weiß Bescheid. Wenn du was lernen willst, frag den Lehrer. Ja, und für mich hat das eben auch nie so recht gestimmt. Und heute weiß ich, dass wir eben wirklich einen maßgeblichen Einfluss haben auf alles, was wir erleben. Wir kreieren das komplett. Und unsere Kraft im Kreieren ist natürlich am stärksten, wenn wir da frei sind, frei von den alten Blockaden. Deswegen, also wenn wir von Tiki sprechen, geht es darum, diese Blockaden erstmal aufzuspüren, wirklich in Sekundenschnelle, in Leichtigkeit aufzulösen. Also das ist keine Verhaltenstherapie oder Psychotherapie, wo man dann Monate und Jahre durch alte Themen muss. Überhaupt nicht. Das geht wirklich zack, zack. Und mit Freude. Man kann wirklich mit Freude durch die eigene Entwicklung gehen. Ich sage immer, das ist neue Welt. Nicht dieses Leiden und Entwickeln in Leiden und Schmerz, sondern eben wirklich jetzt freudig vorangehen und sich Schicht für Schicht freilegen. Das verstehe ich dann unter Loslassen. Okay, sehr gut, vielen Dank. Monolog. Ja, super. Gerne, gerne. Jetzt ist es ja so, dass du hast gerade gesagt, in Freude entwickeln. Und nimmst du es so wahr, dass das jetzt zunimmt? Weil in der Erfahrung sieht man ja ganz häufig, die meisten Menschen verändern wirklich grundsätzlich in ihrem Leben etwas, wenn das Leid einen gewissen Punkt erreicht hat. Und dann sagt man so, jetzt geht es nicht mehr weiter. Würdest du sagen, das ist schon noch eine große Motivation von den Menschen, die zu dir kommen in die Seminare und sich helfen lassen? Oder gibt es auch gerade immer mehr Menschen, die sagen, okay, lass uns das jetzt mit Freude machen, lass uns da weitergehen, lass uns einfach so entwickeln und schauen, was ist alles in uns, damit wir das rausbringen können? Ja, also es gab immer schon Entwicklungsinteressierte, die wirklich gerne gekommen sind und gesagt haben, hey, ich spüre, dass meine Partnerschaft oder mein Körperbewusstsein oder was auch immer auf ein neues Level gehen kann. Aber die letzten Jahre hat das schon enorm zugenommen, weil die Menschen einfach merken, hey, das ist größer als ich, was hier auch gerade passiert und ich kann mich alleine nicht positionieren. Ich brauche da gerade Hilfe, um ganz in meiner Kraft zu sein, um dem allem gewachsen zu sein, was wir hier auch so erleben. Also wir haben immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir stellen uns jetzt bewusst den Themen, ja, indem wir einfach gucken, okay, was triggert mich denn in meinem Leben und auch in der Welt? Mit welchen Menschen darf ich noch irgendwo Frieden machen oder etwas auflösen? Was sind noch Themen in meiner Vergangenheit, die mir immer noch schmerzen, die mir immer noch einen Stich versetzen, wenn ich dran denke? Man kann das da jetzt bewusst dran gehen und das einfach nach und nach sich anschauen, auflösen und sich erleichtern dadurch, ja. Oder man geht jetzt unbewusst durch die Welt und das sind die Menschen, die jetzt einfach gerade stärkere Symptome kriegen. Ja, weil wir einfach mitten im Aufstiegsprozess sind, in einer riesigen kollektiven kosmischen Veränderung auch. Und da wird jeder aufgefordert, seine Schwingung zu erhöhen. Und Schwingungserhöhung bedeutet immer, die Dinge kommen aus dem Keller. Und wenn man nicht weiß, was da gerade los ist, ja, also wenn man noch nicht gelernt hat, sich selbst zu reflektieren, Verantwortung zu übernehmen, wie auch immer, dann ist man vielleicht eher aggressiv, sucht die Schuldigen in der Politik oder bei den anderen, beim Partner, beim Gesundheitssystem oder sonst wo. Alle sind schuld, dass es bei mir nicht läuft. Und ja, bekommen natürlich auch körperliche Symptome. Wie siehst du das, wenn man jetzt diesen Punkt mal nimmt, okay, wir haben jetzt ein so ein Thema und wir versuchen jetzt herauszufinden, wo kommt das her?
Und du hast gerade gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Trauma in diesem Leben, vielleicht eine vorgeburtliche Sache aus den Ahnen, in den ersten Jahren. Wie können wir jetzt erstmal vielleicht herausfinden, wo kommt das her? Und vor allem auch die Frage auf den Hinblick, manchmal ist es ja so, dass ein Trauma gar nicht so offensichtlich ist. Da ist etwas passiert und man denkt, ja, das war doch irgendwie eine Kleinigkeit. So rückblickend, wenn man jetzt so sagt, es gibt so viele schreckliche Sachen und mir ist verglichen mit dem schrecklichen Ding in der Welt, ist das doch eine Kleinigkeit, das kann mich doch jetzt gar nicht so berühren. Ja, Wie finde, hast also du das? Ja. wichtig ist schon mal, dass wir nicht mit dem Erwachsenenbewusstsein drauf schauen, sondern eben mit dem Bewusstsein, das wir damals hatten, als das passiert ist. Ein Trauma ist einfach ein Ereignis, das die momentane Belastungsgrenze übersteigt. Also da gibt es niemanden da oben, der wertet, das ist aber schlimmer als das und deswegen ist das kein Trauma, sondern wenn es dich schockiert hat, wenn es dich eiskalt erwischt hat, wenn es für dich Schmerz war, psychischer, körperlicher, seelischer Schmerz, dann ist es für dich ein Trauma. Und natürlich sagen wir oft 20, 30 Jahre später, ja, also nur weil ich da vom Fahrrad gefallen bin und mir ein paar Kieselsteine im Knie gesteckt haben, das ist doch heute nicht mehr schlimm. Ja, aber vielleicht hast du heute noch deine Knieprobleme daher oder kannst deswegen kein Blut sehen oder sogar farbentechnisch kann es sein, du magst kein Rot oder du hast auf einmal kein Urvertrauen mehr, weil du hast dich in der Situation eigentlich total sicher gefühlt und dann bist du auf einmal vom Fahrrad gefallen. Ja, also das kann ganz viele Auswirkungen haben ins spätere Leben hinein. Und es geht dann nicht darum, dass du als Kind vom Fahrrad gefallen bist, sondern es geht darum, was hat das in dem Moment mit mir gemacht? Welche Stränge in mir hat das blockiert? Ja. Und wenn wir das eben dann wieder auflösen, dann fließt das einfach wieder. Und jetzt, wie du sagst, manchmal wissen wir auch gar nicht so recht, was der Ursprung ist. Und da ist eben Teki so genial, weil wir da ins erweiterte Bewusstsein gehen und das kann jeder lernen. Das ist unser Grundrecht, ja. Das hat jeder Mensch in sich. Die einen können sofort drauf zugreifen, andere brauchen ein bisschen Übung. Aber indem wir in den Theta-Zustand gehen und wirklich ins Quellbewusstsein gehen und uns ausdehnen, können wir praktisch Impulse empfangen, Bilder empfangen, was auch immer. Wenn ich zum Beispiel frage, oder anordne, das Urtrauma für mein Mangelbewusstsein aufzulösen, dann denke ich vielleicht auf einmal an die Großeltern oder an die Scheidung meiner Eltern und danach war nichts mehr da oder wie auch immer. Und dann habe ich schon den Ursprung. Und dann kann ich da auflösen, transformieren, beziehungsweise oft auch den Film neu drehen. Das ist dann wirklich das Beste, was wir tun können, weil dann ist es energetisch in uns so eingeschrieben, als wäre es perfekt gelaufen. Das ist ein guter Punkt. Da können wir gerne nochmal drauf eingehen. Und dieses Thema, das ist auch bei mir im Leben wirklich akut gewesen. Und wenn ich mich jetzt erinnere, als ich aufgewachsen bin, hatte ich immer das Gefühl, alles ist gut. Alles ist im Überfluss da und ich kann das machen. Ich wollte erst Rockstar werden und so, ne, und dann Rapstar. Und dachte, das wird schon. Ich hatte immer sehr viel Vertrauen. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich dann wirklich mein Studium habe sein lassen, weil ich mich für diese Selbstständigkeit entschieden habe, diesen Weg zu gehen. Und da kam dann auf einen Schlag, auch so war so ein Gespräch mit meinem Vater, so die Härte des Lebens, wo er sagte, so wenn das jetzt ist, dann folgende Konsequenzen. Wir haben auch tatsächlich ein halbes Jahr nicht mehr miteinander geredet, aufgrund meiner Entscheidung. Jetzt ist alles wieder gut, aber das hat echt an mir gearbeitet. Das war schon ein krasser Punkt und das ging so weit, dass ich dann irgendwie Jahre später nochmal komplett pleite war und dann kam der Punkt, wie du gesagt hast, dann habe ich mir bewusst gesagt, so jetzt schreibe ich die Geschichte neu. Jetzt mache ich mir einen Plan und jetzt setze ich den um. Wie siehst du das, wenn man jetzt so in einen Moment hineingeht? Was kannst du da empfehlen, wenn wir sagen, wir haben jetzt vielleicht diese Sache herausgefunden? Wo ist es? Wie schreiben wir unsere Geschichte neu? Weil ich rede auch mit vielen Menschen bei mir, die in meinen Coachings sind. Und dann sind die teilweise an so tiefen Punkten, wie bei dir ja auch. Und dann zu schauen, okay, wenn man jetzt an so einem tiefen Punkt ist, wie können wir jetzt da sagen, okay, jetzt schreibe ich die Geschichte neu? Es ist ja irgendwo auch ein großartiger Moment, wenn man Ja. das sieht, weil dann kann man wirklich voll durchstarten und du hast sehr viel Veränderung in kurzer Zeit, wenn du das umsetzt. Ganz genau, das ist voll genial. Also du hast es ja im Prinzip in Jetztzeit umgeschrieben, einfach durch deine Entscheidung. Ja, also du hast gesagt, jetzt neu, jetzt schreibe ich meinen Film neu und hast somit manifestiert, dass es jetzt läuft, oder? Hast Ja. dich sozusagen eingeklinkt. Genau, ich habe jetzt gesagt, jetzt und dann ist der Knoten geplatzt, jetzt mache ich mir einen Plan und ich setze den Ja. einfach.
Und ich gehe diesen Genau. Weg, ich halte mich an meine Routinen, ich setze meine Routinen und ich lerne von den Menschen, die was zu lehren haben, die auch so wie du, ne? Du hast ja dieses Video auch gemacht mit dem Unternehmertum der neuen Zeit, die solche Sachen vorausgegangen sind, die diesen Weg vorausgegangen sind, das gemacht haben. Und dachte ich, okay, die Menschen, so wie du einer bist, die haben das gemacht, jetzt mache ich das nach, weil es muss doch möglich sein. Und dann, ein Ja. Satz hat mir besonders geholfen, hat mal ein Coach hat mir gesagt, du bist nicht so besonders, dass es für dich nicht funktioniert, wenn du die gleichen Sachen machst, wie anderen, bei denen es funktioniert hat. Ja, es ist, das ist das, was ich vorhin sagte. Es muss dein Seelenplan sein, sonst klappt es nicht. Aber manchmal haben wir im Seelenplan einfach auch ein paar Herausforderungen eingebaut. Also zum Beispiel, schau mal, das hast du bisher noch nicht verwirklicht. Überwinde das dieses Mal. Ja, also du nimmst dir sozusagen wie als Aufgabe mit, einfach ausgedrückt, in dieser Inkarnation komme ich in die Situation, pleite zu sein, voll im Mangelbewusstsein zu stecken und ich weiß aber, dass ich das Potenzial im Gepäck habe, um das aufzulösen, um das zu überwinden und dann wirklich in die Fülle zu gehen und in die Freude, meinen Lebensplan jetzt wirklich auch zu genießen, nicht einen 9-to-5-Knochenjob irgendwie zu machen, sondern voller Freude morgens aufzustehen und mich auf die Menschen zu freuen, mit denen ich zusammenarbeite, was auch immer, ja. Also das ist so eine Entscheidung und manchmal auch so ein Punkt, der einfach irgendwann kommt, den du dann mit deiner Seelenkraft überwinden kannst, ja, mit deiner klaren Entscheidung. Manchmal aber ist es eben auch so, also wir könnten jetzt gerade deine Geschichte als Beispiel nehmen, als fiktives Beispiel. Du hattest immer Urvertrauen, dann kam dein Vater. Der ist so reingekrätscht in deinen Lebensweg praktisch und hat dir jetzt Angst gemacht, oder? Da könnte das und das passieren und so weiter. Und ich unterstütze dich dann aber nicht mehr oder was auch immer. Das kennt jeder sowas, ne? Von irgendwoher. Und das sind oft so Reaktivierungstraumen. Also da kommt oft was in dein Leben, was jetzt zum Beispiel eigentlich in der Ahnenlinie Thema war. Es war bisher gar nicht dein Thema, aber dadurch, dass du ja im Zellbewusstsein die Themen der Ahnen dabei hast, also sowohl die unerlösten Themen, die Traumen, als aber auch das Potenzial, die Geschenke, ja, und was da eben noch nicht aufgelöst ist, das kann getriggert werden. Und jetzt hat dein Vater dir zum Beispiel sein Mangelbewusstsein, seine Ängste, sein mangelndes Urvertrauen in dem Moment wie übertragen. Natürlich nicht böswillig, der wollte dich beschützen, dass du nicht in irgendwas reinläufst, wie auch immer. Aber so läuft das energetisch dann oft, dass man auf einmal in Ängsten drinsteckt oder in irgendwas drinsteckt, wo man sagt, hey, so war ich doch früher gar nicht. Ja, wir können auch die Beziehungsthemen nehmen. Weißt du, die Frau oder der Mann, nehmen wir die Frau, die immer Vertrauen hatte, immer alles wunderbar und auf einmal wird sie betrogen. Und dann hat sie bei allen nächsten Beziehungen immer Angst und ist auf einmal fürchterlich rasend eifersüchtig, kontrolliert das Handy, was auch immer, weil sie Angst hat, wieder belogen, betrogen zu werden. Zugrunde liegt natürlich dieses Trauma. Vielleicht war das auch noch ein Reaktivierungstrauma. Vielleicht gibt es noch was Älteres dazu, Ahnenlinie, andere Leben, was auch immer. Das ist egal. Das reißen wir einfach an der Wurzel dann raus. Und wenn das eben erledigt ist, also der Film neu gedreht ist, dann können wir im Jetzt sofort die Auswirkung spüren, dass wir auf einmal merken, nö, also entweder ich habe jetzt wieder Vertrauen in dieser Partnerschaft oder ich beende das, aber so möchte ich nicht leben. Ja, also da können ganz schnell neue Entscheidungen durch ein neues erhöhtes Bewusstsein getroffen werden. Ja, es ist so unglaublich, wie simpel sich das manchmal anhört und wie simpel es auf einer Seite auch ist, weil du Es sagst es ist auch, so, ja. aber wie schwer es vorstellbar ist, wenn man in dieser Situation drin ist. Das ist ja wirklich so, die Genau. Distanz ist unglaublich groß, jetzt die Entscheidung zu treffen. Und ich sehe das dann ja auch, wenn man jetzt auf YouTube so ein Video macht, dann sind die Kommentare so, aber da und aber da und das geht doch nicht, weil meine Situation ist besonders schlimm und so weiter. Was meinst du, was ist so eine einfache Übung, zu sagen, okay, wie kann ich mir das vorstellen? Weil erstens ist es ja so, wir müssen es uns ja vorstellen können. Wenn du machst deine Seminare, die laufen, die Leute sind begeistert, aber es gibt ja Menschen, die kannst du nicht abholen, weil die sich noch nicht vorstellen können, dass es bei ihnen klappt. Das heißt, das ist ja so ein Schritt, den muss ja irgendwie jeder für sich machen, um dann zu sagen, so, ich mach's jetzt.
investiere jetzt, ich gehe dahin, ich nehme die Zeit auf mich und gehe mal aus meinem gewohnten Umfeld raus, so wie ich es jetzt auch gerade hier mache. Ich bin aktuell auf Mallorca und das ist schon wirklich so ein Switch von zu Hause, dass ich ganz anders auf mein eigenes Leben zugreifen kann und auch gucken kann, wo bin ich eigentlich gerade und wie kann ich da Sachen auflösen. Durch diese Themen, was wir gerade besprochen haben, das ist mir hier nochmal richtig bewusst geworden, weil ich einfach Zeit hatte, mir Gedanken darüber gemacht habe. Wenn man dann jetzt zu so einem Ort fährt, bei dir am Bodensee oder wo auch immer du dann gerade sowas machst, und dann machst du ja auch ganz viel, aber sich bewusst die Zeit zu nehmen, da reinzugehen. Jetzt die Frage nochmal darauf bezogen, wenn wir jetzt da an dem Punkt gerade sind, okay, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, dass es für mich funktioniert. Was können wir an diesem Punkt machen? Was können die Menschen an diesem Punkt machen? Also ich nehme da immer so innerlich wie so Treppenstufen wahr, weißt du? Und manchmal kannst du nicht gleich auf die höhere, auf die ganz hohe Treppenstufe springen, sondern du machst dann eben Schritt für Schritt, ja? Und es sind dann eben dann manchmal eben noch andere Seminare. Es ist vielleicht hier eine Meditation, da noch eine Erfahrung, da noch ein Mensch, der dir irgendeine Geschichte erzählt, wodurch irgendeine Erkenntnis kommt. Also wenn man dranbleibt, sich reflektiert und dem Ruf irgendwo folgt, dann wird man immer zum Richtigen hingebracht. Und dann ist vielleicht in dem Moment auch Tiki überhaupt noch nicht das Richtige. Das würde einen vielleicht noch nicht abholen, ja. Also ich habe das auch ab und zu mal erlebt, vor allem zum Beispiel von welchen, also Frauen, die ihre Ehemänner zum Beispiel mitgebracht haben. Du musst das auch machen. Und die waren aber noch nicht wirklich bereit. Die haben sich halt mitschleppen lassen. Und die haben dann schon immer gut mitgemacht im Seminar und alles. Also da hat noch nie jemand was boykottiert oder so, aber wenn man dann so reflektiert hat, hat es ihnen jetzt noch nicht so eingeleuchtet. Ich habe aber oft später, Monate oder Jahre später, dann mit ihnen gesprochen oder eine E-Mail bekommen, wo sie auf einmal gesagt haben, hey Sandra, ich habe damals die Hälfte gar nicht verstanden von dem, was du erzählt hast, aber inzwischen, jetzt habe ich dieses Buch gelesen und das und das und jetzt, und immer wieder habe ich an dich gedacht und dachte, das hat ja Sandra damals gesagt, ja, das war ja auch im Seminar dran und so, ja, also es kann auch nachwirken, es kann auch so rumgehen, dass du einfach mal mitmachst und auch wenn du noch nicht 100% dabei warst, kann es dir unglaublich viel nützen, aber es kann auch sein, dass du so Treppenstufen einfach nimmst. Weißt du, wir kennen das doch alle, es geht im Prinzip immer um Schwingung. Und Teki ist massive Schwingungserhöhung, weil wir alles niedrig Schwingende loslassen. Und nehmen wir das Beispiel Lieder, Musik. Wenn du schlecht drauf bist, es nützt manchmal einfach total was, ein Lied reinzutun, das ein bisschen gerade deine Stimmung auffängt und das gleitet dich, das lässt dich wieder in die nächste Ebene gleiten. Oder vielleicht auch ein todtrauriges Lied, dann heulst du dich kurz aus und dann kannst du wieder. Und es sind die kleinen Treppenstufen. Und die großen kann man manchmal nicht nehmen, weil jetzt sagen wir mal, du bist todtraurig und du legst dir jetzt ein total fröhliches Sommerlied ein. Also mich würde das nerven, oder? Das Ja, passt dann auf jeden nicht zur Fall. Stimmung. Auch wenn man jetzt auch traurig ist, dann kommt einer, der super gut gelaunt rein und dann will er die Laune überbringen. Dann denkt man so, bleib mir bloß vom Leib, ich Genau. meine Ruhe, das geht gerade nicht so. Genau, du willst jetzt deinen Zustand haben und der darf sich Schritt für Schritt wieder verändern. Und so ist es auch im Großen dann, weißt du, mit Seminaren, mit Auflösen der Vergangenheit und so weiter. Bei Tiki geht es ja bei weitem nicht nur um die Vergangenheit oder ums Auflösen. Das ist einfach nur ein kleiner Part. Ich sage immer, der Acker muss erstmal von allem Unkraut, von allen Verwachsungen und Steinen befreit werden. Dann kannst du auch die positiven Samen sehen. Vorher geht das ja gar nicht. Ja. Und viele versuchen eben mit irgendwelchen Übungen im Internet ihre DNS zu aktivieren oder ihre Merkaba oder ihre Zirbeldrüse zu entkalken und wundern sich, dass es nicht funktioniert. So funktioniert das auch nicht. Weil solange noch die ganzen toxischen Begegnungen im Körper stattfinden und im Energiesystem stattfinden, ist das auch ein gewisser Schutz, dass manches noch nicht aktiv ist. Ja, und es macht Sinn, da erstmal aufzuräumen und dann in die Aktivierungen zu gehen. Ja, sehr guter Punkt. Jetzt ist aber noch eine Sache, das habe ich mir heute auch überlegt. Ich war heute beim Sonnenaufgang, so schön am Meer und das ist einfach herrlich gewesen. Und gleichzeitig, wenn man jetzt das Internet anmacht und bei YouTube, dann sind überall ziemlich schreckliche Meldungen. Es gibt Kriege und was es alles gibt. Und da ist auch die Frage, das merke ich auch immer wieder, dass viele Menschen sich das fragen:
Darf ich denn jetzt glücklich sein? Darf ich einfach so in der Fülle sein? Darf ich glücklich sein? Es gibt so viele Leute, die sind noch viel mehr im Mangel als wir hier in Deutschland. Wir sind ja im Grunde schon in der Fülle. Wie kann ich es mir erlauben, noch mehr in der Fülle zu sein? Du hast es gerade so schön gesagt, das ist unser Geburtsrecht und das färbt ja auch ab. Aber was hast du da noch vielleicht auch von dir in deiner Geschichte für Sachen, dass du dir selber erlaubt hast? Ja, das ist mein Leben und ich darf das auch leben. Ja, es ist ganz oft so, dass wir natürlich uns selbst klein machen, unser Licht unter den Scheffel stellen, um andere nicht irgendwie in Not zu bringen. Oder also, dass andere sich nicht klein fühlen müssen neben uns oder um auch nicht aufzufallen. Ja, manche Menschen haben auch gemerkt, hey, wenn ich da überall strahlend reinkomme, dann klatscht mir nur Neid und Missachtung entgegen. Und es wird eben dann auch oft unter dem Vorwand, ja, das kannst du doch jetzt nicht bringen, hier strahlen, wo gerade irgendwas anderes passiert. Es wird auch oft so verpackt, ja, aber eigentlich können die Menschen oft, ich sag mal, das wahre Licht nicht ertragen. Ja, nicht das künstliche, haha, mir geht's so gut, sondern eben wirklich das, was von innen rauskommt, weil es ja jeden einlädt. Schau, das ist auch in dir. Und deswegen finde ich es tatsächlich, also es ist, weißt du, es gibt Moral und es gibt Ethik. Ja, Ethik ist das, was zutiefst richtig ist, was uns im Herzen einfach leitet. Und Moral ist in jedem Land ein bisschen was anderes, ja. Und bei Kindern was anderes als bei Erwachsenen, bei Männern was anderes als bei Frauen. Und oft wird da so moralisch mit dem erhobenen Zeigefinger eben drauf geschaut. Ja, das geht jetzt nicht, das darf man nicht und so weiter. Aber das ist oft nur, es kommt oft von den Menschen, die selber nicht aus ihrer Komfortzone raus wollen und die sehr schnell irgendwo obendrauf drücken wieder, dass dein Deckel zubleibt, damit ihrer zubleiben kann. Ja. Und das ist aber nicht der Weg. Also es ist nicht immer der einfachste Weg, aber ich habe mir einfach angewöhnt, wahrhaftig zu sein in jeder Situation. Und natürlich bedeutet es nicht, kichernd auf einer Beerdigung zu stehen. Wer würde das tun? Das ist ja völlig klar. Das wäre geschmacklos. Aber das spürt man ja auch. Da brauche ich keine Moral dafür. Da habe ich die Ethik in mir. Da habe ich die Herzensweisheit, ja. Aber dass jetzt die ganze Welt leiden muss, weil irgendwo etwas passiert. Guck mal, jeden Tag werden Babys geboren und sterben Menschen. Sollen jetzt alle Eltern, die gerade ihr neugeborenes Baby auf dem Arm halten, traurig sein, weil irgendwo anders ein älterer Mensch gestorben ist? Also weißt du, es macht doch keinen Sinn. Warum sollen alle traurig sein? Viel schöner wäre es, Liebe dahin zu schicken. Also das ist das, was ich einfach immer tue. Ich schicke Liebe an diese Orte, ich schicke Angebotswolken, sagen wir bei uns. Da kann man alles reinpacken, was man sich für diese Region oder für diese Menschen wünscht, was man denen Gutes tun möchte. Und das nützt doch viel mehr, als wenn man mitleidet und diese ganzen kollektiven Felder voller Angst und Wut und Aggression und Schuldige suchen. Das ist ja alles komplett die 3D-Realität. Die nähren wir doch damit. Ja. Ja, wenn wir da so einsteigen und mitmachen und dann sind die wieder schuld. Nein, jetzt haben die anderen wieder was Schlimmes gemacht und das geht ja auch überhaupt nicht. Wir sind das. Das ganz einfache Ergebnis ist, wir sind mit unserer Energie voll drin und nähren genau das, was wir eigentlich nicht nähren wollen. Eigentlich wollen wir dort Frieden sehen. Indem wir uns aber in das ganze Geschehen einklinken, erschaffen wir den Krieg weiter mit. Und das ist den wenigsten Menschen bewusst, dass wir, wenn wir etwas verändern wollen, wirklich aus einem Feld rausgehen sollten und wie du vorhin gesagt hast, aus einer gewissen Entfernung manchmal auch auf etwas draufschauen. Ja, du bist jetzt in Mallorca und kannst anders auf dein Leben blicken. Und wenn wir ein bisschen aus dem Thema rausgehen und die Nachrichten vielleicht auch mal auslassen und unsere eigenen Gedanken machen, dann sieht es oft schon ganz anders aus. Ja, finde ich auch sehr wichtig und schön, dass du das gesagt hast und wie du es gesagt hast, dass wir auch dadurch einen großen Unterschied machen. Also wenn wir uns ins Feld einklinken, und das ist ja wirklich eine sehr emotionale Geschichte, also was jetzt gerade auf der Welt passiert ist, es gibt ja mehrere Konflikte, aber manche, die gehen ja auch, die gehen so weit zurück. Und wenn man da jetzt unbedingt, der Mensch will das ja irgendwie immer, also der muss schuld sein, dass man einfach Klarheit will, immer irgendwie Klarheit haben, so meistens.
Und da auch zu sagen, okay, es muss für mich vielleicht gar nicht jetzt so klar sein, ich brauche jetzt nicht den Schuldigen und den, sondern einfach zu sagen, so, ich wünsche mir Frieden und ich versuche mein Möglichstes dafür zu tun und schaue jetzt aber auch bei mir im Leben, wie kann ich mein Leben gut auf die Reihe kriegen. Um dann, wie du sagst, die kosmischen Felder mit zu unterstützen, die das auch nach da bringen und dann auch mal was rüberschicken. Dass das viel sinnvoller ist. Genau. Was meinst du, warum ist das denn so schwer? Einfach nur, weil wir so zugeballert werden mit den Informationen, weil die so reißerisch sind und einfach so die Bilder und die Nachrichten. Und dann, wie können wir schauen, dass erstmal bei uns alles in Ordnung ist? Und was hast du da vielleicht noch ein Bild auf eine Idee, dass dann auch, wenn wir strahlen und gesund sind und in Ordnung sind, dass das auch eine Auswirkung auf die anderen hat? Es beginnt immer alles in uns. Und das ist so schwer manchmal zu verstehen, weil wir natürlich, unser Verstand sagt, Moment, ich habe nichts mit dem Krieg dort zu tun oder mit diesem komischen, mit dieser Mikrobe oder was auch immer, ja. Ich habe da nichts damit zu tun, das habe ich nicht erschaffen, das wollte ich auch nicht eindeutig außen. Aber wenn wir das Leben wirklich verstehen, dann verstehen wir, dass alles irgendwo eine Spiegelung ist, eine Spiegelung unseres Inneren. Und alles, was da eine emotionale Ladung hat, hat auch was direkt mit uns zu tun. Ist eine Einladung, schau mal, das macht dich jetzt wütend. Warum macht es dich wütend? Womit nährst du dieses Feld noch? Und natürlich nähren die wenigsten dieses Feld tatsächlich mit Israel und Palästina und Waffen, sondern sie nähren das Feld mit eigenen unterdrückten Aggressionen oder mit Feindbildern, mit Ungerechtigkeit, die noch nicht erlöst ist und so weiter. Und das ist dann genau das, was da aufpoppt. Und das ist auch das, ehrlich gesagt, womit die Medien natürlich mit uns spielen, weil die wissen das ganz genau. Ja, die wissen ganz genau, worauf die Menschen reagieren. Und das ist eine pure Reaktion, ein ständiges, ich drücke bei euch wieder die Knöpfchen. Ihr drückt den Fernsehknopf, schaltet uns ein, ab da übernehmen wir das. Wir drücken eure Knöpfchen, um eure Reaktionen hervorzuholen. Ja, und letztlich können wir uns nur befreien, indem wir, klar, der eine würde sagen, den Fernseher auslassen, aber dann kriegst du andere Einladungen, ja, dann kommt es eben im Bekanntenkreis oder in der Schule oder sonst wo. Du kannst dich nur wirklich wahrhaftig befreien, indem du ganz ehrlich hinschaust und sagst, Moment mal, jetzt spule ich mal zurück. Was hat mich gerade so aufgeregt oder was macht mich so traurig? Woher kenne ich dieses Gefühl? Habe ich mich schon öfter so gefühlt? Habe ich mich in meiner Kindheit vielleicht immer so gefühlt, so ungerecht behandelt, so unverstanden, Minderheit, was weiß ich, ja? Und dann kann ich das Thema auflösen und beim nächsten Mal schaue ich vielleicht diese Nachrichten nochmal an oder lese irgendeine Headline und merke, macht nichts mehr mit mir. Finde ich schade, dass das dort stattfindet. Ja, kann ich Mitgefühl haben, aber ich bin raus. Und dann bist du natürlich erst in der Position, wirklich positiv wirken zu können. Das ist sehr stark und natürlich eine schwierige Sache, aber immer zu schauen, was ist das bei mir? Und das finde ich auch ein interessanter Punkt, dass du sagtest, wenn wir beziehen alles irgendwie auf uns und denken immer so, was ist das in uns und nähern dann dieses Feld. Und dann zu schauen, wenn dieses Feld aber in uns keinen Anklang findet, dann nähern wir was ganz anderes. Und das ist nochmal, glaube ich, ein guter Punkt, wenn man jetzt, weil ich glaube, viele denken, dass das geht doch nicht. Ich kann doch nicht einfach wegschauen. Ich muss doch dahin schauen. Ich muss doch was machen und ich muss doch aktiv sein. Ich muss mich da aufregen und so weiter. Ich muss da diskutieren und ich muss jetzt irgendwas teilen, posten, weil ich finde auch ganz, teil das unbedingt und teil das, weil es muss gesehen werden und diese schlimmen Bilder und so weiter. Ne? Und dann zu sagen, ich gehe da nicht drauf ein und mache das anders und bringe die ganz andere Energie in dieses Feld und dann schwächt das, was da so explosiv ist, schwächt einfach ab. Das ist zwar ein stiller Protest oder eine stille Revolution oder Veränderung, aber letztendlich wird sie wirken. Und da jetzt nochmal zu schauen, das ist wirklich das, was wir machen. Also was wir auch, was ich das Wichtige finde, ist, wenn das das Sinnvollste ist, was wir machen können, wenn wir das wirklich verstehen, dann gibt es keinen Grund mehr, was anderes zu tun. Genau. Und weißt du, es ist immer die Frage, wo bist du eingeklinkt?
Und eingeklinkt bist du durch dein Bewusstsein, auch durch dein Unterbewusstsein. Ja, das Unterbewusstsein am besten durch Auflösung von alten Themen immer bewusster machen, immer mehr auflösen. Irgendwann haben wir gar kein Unterbewusstsein mehr, da sind wir voll bewusst. Und dann eben auch wirklich wählen können, wirklich entscheiden können. Also wenn wir uns jetzt einfach die zwei Felder vorstehen, stellen, jeden Tag werden Millionen Menschen geboren und Millionen Menschen sterben. Dieses Bewusstsein, das uns da irgendwie aufgedrückt wird, jetzt gerade in den Medien oder das, was du jetzt auch erwähnt hast, ist ja, wir dürften uns alle nicht über die Geburten freuen, weil wir müssten alle jetzt die Freude unten halten und ein bisschen mitleiden, weil es sind viele gestorben. Aber wenn wir das alle tun, dann sinkt doch kollektiv die Schwingung. Warum sollten wir jetzt alle die Trauer nähren, wo doch auch das Angebot der Freude da ist? Und so ist es doch auch mit Krieg und Frieden. Weißt du, die ganze Welt schaut jetzt auf ein paar Länder, die sich nicht einig sind oder wo gezündelt wird, sagen wir mal so. Aber in hunderten anderen Ländern auf der Welt ist Frieden. Geschieht total Schönes, Gutes. Sollen die denn jetzt alle leiden und Kriegsgedanken haben? Dann nähren sie die Felder und die werden dann auch in ihren Ländern immer aktiver werden. Das ist keine gute Idee, weißt du? Also wenn wir wirklich ganz einfach und ökonomisch denken, ist es viel schlauer, in Frieden zu denken. Und natürlich bedeutet das den Fokus auch auf Orte und Menschen und Länder und innere Themen zu lenken, wo Frieden ist und dafür dankbar zu sein, also wirklich diese Felder zu nähren und dann aber auch ganz konkret diese Kriegsfelder im Prinzip mit, ja, das hört sich jetzt ein bisschen kitschig an, aber mit Liebeströmen, mit Heilungsströmen. Das geht aber nicht, solange wir drinstecken und wütend sind. Das geht erst, wenn wir raus sind und im Frieden sind, in der Liebe sind, dann können wir sagen, hey, ich habe jetzt wirklich auch einen anderen Blick drauf. Ich muss nicht mehr in 3D die Schuldigen finden und da noch mehr Waffen hin und die müssen gewinnen und die verlieren und das sind die Bösen und die Guten. Das ist komplett niedrigste 3D-Ebene. Ja, die härteste Schwingung, die wir eigentlich noch aus dem Kali-Yuga jetzt so als Reste mitbringen. Ja, und das löst sich sowieso alles auf. Also gerade dieser Bereich, um da vielleicht noch mal energetisch was dazu zu sagen, das ist ein Riesenportal, dieser Bereich Israel, wo seit Jahrtausenden Konflikte stattfinden. Das hat auch damit zu tun, dass da ein ganz starker, großer Knotenpunkt ist. Die Geomanten wissen das auch, dass da eine besondere Erdenergie auch ist und man kann sich das auch feinstofflich anschauen. Und es geht im Prinzip darum, wird dieses Portal jetzt komplett geöffnet oder können wir es noch zuhalten? Und was funktioniert besser am Zuhalten als Krieg? Leid, Wut, Hass, Menschen sterben. Nichts kann besser die Schwingung niedrig halten. Gar nichts. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da noch ansprichst, dass es auch aus höherer Perspektive natürlich einen Plan gibt, um da die Energien zu haben. Und noch wichtiger ist es, da jetzt die anderen Energien der Liebe hinzuschicken. Auch wenn es sich kitschig anhört, aber letztendlich ist es ja so, alles macht einen Unterschied. Egal, was wir machen. Jeder Gedanke, jedes Gefühl macht einen Unterschied. Und wenn das jetzt viele Menschen machen, hat es einen Unterschied. Das ist, kann man ja schon merken, wenn jetzt einfach immer die kleinen Beispiele, wenn ich jetzt hier bin und ich bin gut drauf und gleich kommen die Familie und die Freunde vom Strand und hier ist eine gute Schwingung im Raum, dann macht das einen Unterschied auf die wieder. Wenn ich jetzt hier aber wütend wäre und irgendwas kaputt schlagen würde, dann wäre die Stimmung ganz anders. Das ist ja für allen versaut. Total, für allen den Tag versaut. Oder ich sage, hey, super, gerade tolles Gespräch mit Sandra gehabt und lass uns schon Mittag essen und so weiter. Genau. Und jetzt, da machen wir natürlich schon den Unterschied. Ja, in dem, was wir jeden Tag wählen, kommen wir schon wieder in eine neue Schwingung, dann in Begegnung mit anderen Menschen. Jetzt hast du, ich fand das so schön, wie du das auf deiner Seite geschrieben hast, dass du dich früher versucht hast, an die überall praktizierte 3D-Realität anzupassen. Das ist so ein schöner Ausdruck, also die überall praktizierte 3D-Realität. Das impliziert somit, das ist so, es ist so Realität, überall praktiziert, aber es muss nicht so sein.
Genau. Wie war das für dich? War das so ein Moment, wo du dachtest, ah, das wird hier zwar überall praktiziert, aber ich kann mich auch für was anderes entscheiden. Ich mache es einfach anders. Und dadurch, dass du sehr feinfühlig warst, hat natürlich auch die Konsequenz gehabt, dass du viel verstecken musstest vor dir oder viel Mauern aufbauen musstest, weil also die ist ja sehr hart, diese 3D-Realität. Und dann muss man sich ja schützen. Und jetzt macht das so den Eindruck, als würdest du sehr gut leben außerhalb der Realität und du kannst trotzdem so feinfühlig sein, aber auch gleichzeitig auf einer gewissen Ebene die Sachen nicht so nah an dich ranlassen, wie halt vielleicht vorher. Also, wie siehst du das? Ist man so, das ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich, diese Feinfühligkeit weiter zu behalten. Vorher hat man so eine Mauer aufgebaut, aber jetzt gerade ist es ja auch so, dass du gerade gesagt hast, man lässt das im Idealfall nicht an sich rankommen. Man könnte das jetzt auch verwechseln. Ah, das ist immer noch eine Mauer, aber es ist ja irgendwas anderes. Der Schlüssel, und das ist jetzt wichtig, auch für alle, die sich hochsensibel nennen oder die Angst haben, auch zu switchen, der Schlüssel ist Eigenmacht. In dem Moment, wo du erkennst, Moment, ich bin Schöpfer meiner Realität, ich kann auch meine Wahrnehmungen steuern. Meine Wahrnehmungen sind keine Strafe, sondern damit kann ich auch was Gutes tun, wenn ich beginne, das alles zu verstehen und richtig einzusetzen, dann bist du in der Kraft und dann kannst du ja alles dir mehr oder weniger so richten, wie du es brauchst, weißt du? Aber als Kind zum Beispiel war es eben bei mir so, dass ich so wie viele Kinder, also ich will mich da gar nicht als was Besonderes darstellen, viele, viele Kinder haben diese ganz offene, erweiterte Wahrnehmung, aber es spricht niemand darüber. Sie selber haben noch keine Worte dafür. Und wenn sie keine Worte dafür aufschnappen von woanders und nie darüber reden, dann beginnt die Welt sich immer mehr so zu sortieren nach dem, was die Erwachsenen vorgeben, was die Kindergärtner, die Lehrer und so weiter vorgeben. Ja, und vielleicht hat man dann irgendwann sogar mal gesagt, ich habe einen Engel gesehen oder die Oma war da, die Verstorbene. Ach Kind, du spinnst. Mach mir keine Angst oder was auch immer, ja. Und dann wird es ganz schnell natürlich gedeckelt und sowas will ich gar nicht mehr sehen oder darüber darf ich nicht mehr reden. Und so ungefähr war das eben bei mir auch, ja, dass ich damals eben nicht wusste, wie rede ich drüber, was mache ich damit, ist es was Gutes oder was Schlimmes? Das weiß ein Kind nicht einfach so, ja. Und es ist wirklich maßgeblich verantwortlich dafür, was dann geschieht, wie die Eltern und so weiter darüber reden. Und bei mir war es eben so, dass ich dann gar niemanden eigentlich hatte, der mich verstanden hat oder auch eine erweiterte Wahrnehmung hatte oder wie auch immer. Also bei mir war das nicht nur jetzt im feinstofflichen Sehen, sondern auch Zahlen verstehen. Ich wusste einfach, dass Zahlen eine Bedeutung haben und auch was die für eine haben, weil ich das in einem anderen Leben schon gelernt habe, weißt du? Oder wenn jemand gesagt hat, ich bin krank, dann habe ich schwarze Steine im Bauch gesehen und wusste, derjenige hat Bauchweh, obwohl er das noch nicht gesagt hat. Aber ich wusste nicht, was soll ich jetzt damit machen? Ja, und deswegen habe ich das dann erstmal weggepackt und bin wirklich voll in der Jugend voll ins 3D-Leben reingegangen, mit allem drum und dran, mit allen Partys, mit allen Erfahrungen, was rückblickend total wichtig und gut war, weil ich so viel gelernt habe und so viel verstehen kann und wirklich durch die tiefsten Tiefen gegangen bin und deswegen jetzt auch so felsenfest sagen kann, hey, ist alles, ist völlig egal, wo du herkommst, was du erlebt hast. Und was du bisher über dich gedacht hast, wichtig ist nur, was du jetzt wählst zu sein. Ja. Und bei mir kam einfach durch die Not, dass ich dann körperliche Symptome und so weiter entwickelt habe, kam irgendwann der Punkt, wo ich das Alte wieder ausgegraben habe. Wo ich gemerkt habe, hey, ich bin so hart geworden, irgendwie, das bin ich doch gar nicht. Ich hatte schon so einen Schlüsselmoment auf einer Party, wo ich in den Spiegel geguckt habe. Aber wahrscheinlich war es eine Aneinanderreihung von Erlebnissen und es war vielleicht noch der Schlüsselmoment, absolut. Und dann habe ich mich erinnert. Ich habe mich dann einfach wieder erinnert und konnte mit dem Erwachsenenbewusstsein anders draufschauen. Und dann, wenn jemand zum Beispiel Bauchweh hatte und ich die schwarzen Steine gesehen habe, dann habe ich da einfach mal Licht reinfließen lassen, Heilung reinfließen lassen und der Mensch hat eine halbe Stunde später gesagt, jetzt geht's mir gut.
Und dann wusste ich, wow, das ist keine Strafe, das ist nichts Blödes, das ist ein Geschenk und ich lerne jetzt damit umzugehen. Und je mehr du dich dann natürlich selber von Begrenzungen befreist, umso mehr schaufelst du das frei und umso mehr Erinnerungen kommen auch zurück, was es damit auf sich hat, was du damit tun kannst, warum du das mitgebracht hast hierher. Und bei mir war natürlich eindeutig, wie wir heute sehen und wissen, der Seelenplan bringt es in die Welt, dass es einfach sein darf, dass es schnell gehen darf, dass du nichts Externes lernen musst, sondern alles in dir ist, dass du ausgestattet bist mit dieser wundervollen Schöpferkraft, die komplett missbraucht wird, solange du sie nicht einnimmst. Die wird missbraucht von Medien, von Leuten, die irgendwas verkaufen wollen, egal woher, bis du in deine Kraft gehst und sie selber einsetzt. Und dann kann keiner mehr was dran ändern. Und das ist für mich die wichtigste Botschaft überhaupt. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.